time. Ja. I sing in the Sonnenschein. Ja, noch nichts Regen, Gott sei Dank. Hallöchen. Wir sind, ich und der Elfe, wieder unterwegs auf der Buckelpiste. Und jetzt braucht mich keiner reinlassen, weil mich keiner da ist auf der Autobahn. Das ist mal richtig schön. Außer so ein Mercedes-Fahrer, den es einfach nicht schnell genug gehen kann. Und Vollpfosten. Motzki, yeah. Guck mal, die Teile sind weg. Eingebaut. So, jetzt bin ich mal gespannt, Elf, ob du das hier richtig filmst. Ich versuche. Ob du es draufkriegst. Also, du musst hochhalten, nach vorne raus filmen. Und nach vorne filmen. Was habe ich noch gesagt? Ja, und auf die Kamera gucken. Nicht selber dran vorbei, auf die Kamera. Denn dann hast du es auch. So, hat ja noch keiner gesehen hier, wie es hier aussieht. So, das ist doch da, siehst du die Brücke. Guck mal. Geil. Hast du drauf? Ja. Ja, schön, prima. Was war noch zu sagen? Ja, wir fahren eine Rennstrecke. Heute ist Renntag angesagt, zweite Vereinsrennen in diesem Jahr. Und die Elfe fährt zum ersten Mal mit. Hast du Mut? Ja. Ja, letztes Mal wolltest du noch ein bisschen üben, ne? Und jetzt fährst du mit dem Reifen, ne? Ja. Rücksichtsvoll, kein Anecken, kein Ausbremsen, nicht in der Eisen gehen, wenn einer hinter dir Und geht. keine Abkürzungen. Keine Abkürzung, genau. Fair fahren und Kein Umkehren. kein Umkicken, genau. Deine Devise. Ne? Und Auto heile lassen, wenn es Ja. irgendwie geht. Ne? Freust du dich schon? Ja. Ja, ich mich erst auch. Ja, sind früh losgefahren, aber egal wann man aufsteht, ich bin glaube ich schon um 4 Uhr aufgestanden oder so, halb 4 schon. Aber es reicht irgendwie immer noch nicht aus. Und was soll man da machen? Ja, muss hier hinten um 3 Uhr aufstehen. Ne? Aber wir haben es alle gut hintereinander gekriegt. Das Auto ist auch ewig zu klein, keine Ahnung. Ich kaufe mir immer ein größeres Auto, wo mehr Platz drin ist. Aber irgendwie kann es doch auch noch ein Stückchen größer sein. Also das nächste Ding wird ein LKW, so wie der da vorne. So eine 40-Tonner wäre ganz geil. Ne? Da kommen wir damit klar. Da kommen wir so ein Hupe da angedonnert. So, bis an Rennstrecke. Viele Bilder wird es nicht geben, weil ich muss ja Streckenposten machen. Weil die Elfe darf das noch nicht. Da muss ja noch ein paar Jahre älter sein. Und naja. Aber dann geht's los. So, freust du dich? Habe ich schon gefragt. Dann sagen wir bis an der Rennstrecke und dann müsst ihr gucken, was halt übrig bleibt. Ne? Bis dann. Ceva. Ceva. Oh, ach, jetzt habe ich keinen Übergang gemacht. Tada, dann eben so. Ja, sind wir schon vor Ort. Ein paar sind schon da. Komm, Leckerchen. Ja, alle mit Hundeleine unterwegs. Morgen! Ganz wichtig, der Grillrost. Ja, wie sieht die Strecke überhaupt aus? Ja, die Haufen sind noch ein bisschen ungünstig. Ui. Puls. Jawohl. Schöne Spinne. Ja, noch ein bisschen feucht, aber das Wetter ist astrein. Ich bin noch voll im Auspacken begriffen und jetzt mache ich da erstmal mit weiter. Ja, dann sehen wir noch ein paar Bilder vielleicht, weil jetzt wird es ja stressig, wisst ihr ja warum. Und wollen wir mal gucken. Ne, Elfe? Zweiter Platz ist drin, ne? Bleib mal da stehen. Ja, 2 WD, erster Vorlauf. Ui. Ist jetzt nur mal ein Eindruck zwischendurch, dass ich überhaupt ein bisschen Material habe. Warm geworden. Haben wir schon ein T-Shirt hier rumstehen? Ja, müssen wir gleich nochmal abfotografieren. Zeitplan. Oh.
Nicht? Ach nee, nicht gestorben. Ja, herrlich warm jetzt. Schwitzt mich weg. Hoppala. Vorsicht. Ja, das ist immer ein Gebrechter. Also ich persönlich habe es ja lieber ein bisschen nass, aber mal gucken, wie das heute geht. Ja, man glaubt gar nicht, was das an Vorbereitung ist, auch gerade mit der Zeitmessung. Da habe ich heute so ein bisschen über die Schulter geguckt und das ist nicht mal eben gemacht. Ein Käfer, ein Hühner. Wo ist er? Jetzt weiß ich gar nicht, ob jetzt doch mal danach 2 WD ist oder sowas. Oder doch danach fällt 4 WD. Das habe ich mir gedacht, dass sie da drunter fahren. Ist das Brett doch zu hoch. Das ist das Gefährliche dabei. Erst über das Röhrchen drüber und dann steckt man unter dem Brett. Also da müssen wir noch ein bisschen auf oben drauf kloppen und dann zu tiefer kommen. Spann ich das nicht. Ja, wenn es jetzt noch ein bisschen wärmer wird, dann bin ich wieder Bademeister, denke ich mir da ein Handtuch um den Hals. Vielleicht nicht der optimalste Platz hier zum Filmen. Die Sonne. Die Sonne brennt hier auf mein T-Shirt. Ist auch noch schwarz. Schwarz. Ja, wie unterschiedlich sich die anhören, ist interessant. Wenig Sand auf der Strecke. Da kommt wieder einer. Außer. Merkwürdig, dass sie sich da so schwer tun an der Stelle. Oh,
Hey. Ja, die Action ist meistens immer da, wo ich nicht filme. Typisch. Wir sind schon drauf gewartet auf meinen Rem, 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 Rem. Ja, meine Elfe fährt, wie gesagt, heute das erste Mal Rennen. Dankeschön. Informationsblatt. Tagesordnung, sehr schön. Jetzt war ich kurz am Zettel gucken, am Film gleichzeitig. Oh, da kommt der erste schon raus. Ja, ich fress schon wieder Sand hier ohne Ende. Jetzt klappt schon besser, Mädchen, anscheinend. Bin mal gespannt, wie ich und die anderen da rumkommen. Aber hier gibt es so einige Stellen, wo man, ja, da zum Beispiel der Huppe, wie gesagt, kennen wir. Ja, die Brücke ist auch nicht ganz ohne, die muss man auch nehmen, zu wissen. Ich sehe gerade, der Auto hat sich nicht wieder festgemacht. Nee, der Brückenposten steht. Haben wir irgendwo einen Akkuschrauber? Ja. Der Reifen ist wieder ab da hinten an der Brücke. Und runter. Der ist hier normalerweise um den Pfeiler rum. Ja, einmal eine lange Schraube rein. Anders haben sie es da, glaube ich, nicht gelöst. Weil wenn du dagegen fährst, kannst du den Querlenker gleich weg, kannst du vergessen. Nein, mal. Pass rein. So, ich hört mir den Arm ab, machen wir mal einen Cut und guck mal, ob diese alle wieder reinkommen. Ah, da ist ja der Zettel. So. Erste Gruppe. Jetzt kommt Vierbide. Dann erste Gruppe, meiner Klasse, Stopp. Ja, die wird interessant. Jo, das war's. Wir waren blinken Lara. Ich guck gleich nochmal. Super gefahren, Leon, Ast rein. Jetzt müssen wir gucken, was mit deinem Transponder ist. Hat Spaß gemacht. Ja. Bist auch korrekt gefahren, ne? Hat schön Platz gemacht, wenn einer kam. Ne? Und jetzt müssen wir erstmal unsere Autos ausmachen. Ne? Sagen wir mal später. Tschüss. Ja. Erdrum? Warte mal, warum wird das doch? Oh, jetzt kannst du führen. So, jetzt zeigen wir noch ein bisschen das Finale. 4WD. Was hat er? Ja, da waren sie schon. Da hin. Alles raus da. Yeah.
So, da bin ich wieder. Die Elf hat für mich gefilmt. Ja, ich habe meine Idee. Ich gehe mal an einer anderen Stelle. Ja, Fahrerlager bauen wir schon ab, weil es wird Regenbogen geben. Na, schmeckt's? Einmal mitten durch. Vorsicht, Scharreporter, Hirsch. So, dann stelle ich mich hier vielleicht am Zaun hin. Vielleicht klappt das besser. Da fliegt mir vielleicht nicht gleich so ein Eutchen vor die Röhre. So. Ja, schade, von hier aus hätte ich den Start aufnehmen können. Ja, jetzt habe ich doch, glaube ich, schon ein paar Tropfen Wasser abgekriegt. Schade. Ja, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, was ich machen soll, wenn es jetzt gleich voll blizzert und das Rennen wird nicht abgesagt, verschoben, wie auch immer. Also, ja, ist zwar einigermaßen wasserdicht ist schon, aber der Luftfilter, das ist das Problem, da müsste ich dann eine Tüte rüber machen oder sowas. Natürlich offen lassen an einer Seite, klar, ne? Ja, und dann durch, oder das gibt dann eine schöne Schmirgelpapier. Nass und Sand ist echt prima. Aber mal so ruhig hier, Linze. Ui. Ja, nochmal an Tobi. Fand ich richtig klasse, wie du gefahren bist in der Vorläufe. Das war schön anzugucken, wie du schön in der Innenkurve zack dran vorbei warst beim Überholen und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Da bleibt einer stehen, keine Ahnung warum. Oh Junge, aufpassen da. Der sieht den Karren auch, glaube ich, gar nicht von oben. Ja, ja, mit vollem Einsatz. Jetzt fängt es richtig an zu regnen an. Einen kleinen Schwenk auf die etwas schwarze Wolke. Ui, 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 ui. Ja, jetzt haben sie alle die Reifen für trocken drauf. Das kann sich gleich schnell ändern. Jetzt haben wir auch kein Pavillon mehr da. Scheiße. Ja, ich filme jetzt noch so ein bisschen und dann muss ich mich auch fertig machen. Und ich glaube, es ist besser, wenn ich alles wegräume. Ja, von hier könnt ihr nicht viel sehen. Ist auch irgendwie blöd, so zuzugucken. Und ui, was hat der da gemacht? Ja, normal mal hier die Jungs da rüberfahren lassen hier. Schön in die Steilkurve. Das sollte reichen. Ja, die Show, da wissen wir ja noch nicht, wer gewonnen hat und so. Bei den 2WD schon. Aber das weiß ich jetzt momentan nicht. Und ich räume lieber die Sachen weg. Gerade am Filmen. Du musst den Daumen nach oben machen. Genau. Ja, meine Elfe, wir packen lieber auch den Tisch weg und alles. Das Gedöns jetzt darüber und dann packen wir alles rein, weil das sieht hier wirklich nach Regen aus. Ne? So, wir machen die Endansage. Komm her. Ja, wir greifen das mal eben vor. Du bist auf jeden Fall schon super gefahren. Du kannst gar nichts mehr schlecht machen. Auch jetzt in dem Finale, was wir noch fahren werden. Eine halbe Stunde, wenn es da nicht regnet. Und freust dich schon? Ja. Bist echt super gefahren. Bin stolz auf dich. Und das ist jetzt nicht geschleimt. Du hast richtig klasse gefahren. Hast dich nicht nervös machen lassen. Und ja, richtig toll. Bin stolz auf dich. So, jetzt war es das. Sagen wir bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann. Wo bist du? Eng, 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 eng. Ja, mal anders heute, ne? Was für einen Platz hast du gemacht? Vierten oder dritten. Ja, siehste, reicht doch, ne? Mit Ansage. Cheva. Cheva.